Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz sehr, die Ulrike Ether von Deine Ernährung hier online neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Ulrike. Hallo liebe Silke. Und Deine Ernährung, ihr habt ja eine Webseite mit einem wundervollen Blog, mit tollen Rezepten, mit vielen Gesundheitstipps. Und du und dein Mann, der Jürgen, ihr habt eine ganz tolle Fernausbildung, eine Ernährungsausbildung mit Schwerpunkt Rohkost ins Leben gerufen. Und ihr seht ja auch schon die Module im Hintergrund. Das sind so die Basismodule 1 bis 6. Und du hast auch noch so eine Plus-Ausbildung. Da gibt es noch die Wildkräuter, Hippokrates Lifestyle, vegane Ernährung und Schwangerschaft. Auch sehr interessante Module. Und ich freue mich ganz besonders, du hast vor kurzem ein neues Modul herausgebracht. Und da geht es um körperliche Entgiftung. Und ich habe so das Gefühl, viele Menschen unterschätzen die körperliche Entgiftung und denken, wir haben doch Entgiftungsorgane, das machen die schon, wir müssen da jetzt nicht einen großen Augenmerk drauf legen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du da ein Modul noch rausgebracht hast zur körperlichen Entgiftung und wollte dich als erstes fragen, was hat dich denn motiviert, dieses Modul noch in die Ausbildung mit aufzunehmen? Ja, das war eigentlich ein Impuls aus dem Kontakt heraus mit unserer Zielgruppe. Also zum einen haben wir es im Forum gemerkt, dass die Fragen in die Richtung häufig kommen und zum anderen auch Interessenten, die sich für die Ausbildung interessieren, haben nachgefragt, wird das Thema bei euch behandelt? Und es wird schon immer wieder behandelt, aber einfach nicht, sagen wir mal, wirklich so vertieft und so in einem Ganzen einfach gut behandelt. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, ja, also das muss ich jetzt einfach nochmal aufgreifen. Das ist einfach insgesamt ein Thema Detox und Entgiften, Schwermetallbelastungen, Belastungen über Lebensmittel, ist einfach bei vielen im Fokus und viele interessieren sich dafür. Ja, genau, und darum haben wir es jetzt einfach nochmal mit aufgenommen und es ist einfach auch sehr beliebt. Also die Leute freuen sich richtig, dass wir das jetzt nochmal vertieft haben in einem eigenen Modul. Kannst du mal einen groben Überblick geben, so den Inhalt über das Modul, worauf ihr... Ja, also das war dann die Frage, wie greife ich das Thema auf, ohne mich in einem Fass ohne Boden zu verlieren? Weil, wo fängt man da an? Das merkt man ja selber, wenn man jetzt ins Internet geht und googelt. Das ist so facettenreich. Und aus dem Grund ist vielleicht so eine Herangehensweise, die ich immer so habe, dass ich mir sage, wie würde ich es mir wünschen? Wenn ich mich jetzt über körperliche Entgiftung informieren möchte, wie würde ich es mir wünschen? Damit es auch den zeitlichen Rahmen nicht sprengt und so schnell wie möglich einen breiten Überblick, auch einen tiefen, aber doch gut strukturiert, gut verständlich. So, also das ist dann so meine Herangehensweise, wie ich das aufarbeite. Und das ganz, ganz Wichtige für mich war eigentlich das, dass ich sage, ich möchte jetzt, oder ich finde es wichtig, dass man erstmal versteht, wie funktioniert denn eigentlich mein Körper? Also zuerst mal das Stoffwechselgeschehen zu verstehen im Körper und dann auch zu verstehen oder mir bewusst zu machen, dass unser Körper über viele Entgiftungsorgane verfügt und dass ich mir auch bewusst mache, wie kann ich denn einen giftevermeidenden Lebensstil führen. All das davor, bevor ich mir überlege, in aktive Entgiftungsmaßnahmen zu gehen. Und da war ich dann schon gespannt, wie das Modulheft wohl ankommen wird, weil viele denken, körperliche Entgiftung, okay, da möchte ich jetzt gleich mal sehen, Darmsanierung, Schwermetallentgiftung, so gleich die aktiven Entgiftungsmaßnahmen, wo muss ich vorgehen? Nee, aber dieses Entgiftungsheft, das enthält drei Viertel eigentlich Aufklärung über Stoffwechselgeschehen und die Abläufe im Körper, um ein ganz, ganz großes Vertrauen in den Körper aufzubauen. Auch zu sehen, welche Aspekte hindern denn meine Entgiftung. Wie zum Beispiel, wenn ich ein total stressiges Leben führe, da kann ich jetzt immer entgiften, wie ich möchte, aber wenn ich ein sehr stressiges Leben führe, dann sind die Entgiftungsorgane, die Ausscheidungsorgane, die sind eigentlich ständig unterversorgt. Also das finde ich nochmal so ein ganz großes Aha-Erlebnis eigentlich. Da kann ich eigentlich hecheln und machen, wie ich will, aber wenn die ganzen Entgiftungsorgane wenig Energie haben und schlecht arbeiten, dann ist es schon mal schlecht. Oder die Haut, unser allergrößtes Organ, wie wichtig es ist, dass wir einmal am Tag ganz gut schwitzen oder vielleicht dann regelmäßig in die Sauna gehen, weil über die Haut ganz, ganz viel ausgeschieden werden kann. All diese Aspekte haben wir davor beleuchtet,
bevor wir in die aktive Entgiftung gehen. Das war mir so wichtig zu sagen, boah, mein Körper verfügt ja über ganz viele natürliche Entgiftungsmaßnahmen. Ich kann meinem Körper vertrauen, wenn ich nicht wesentliche Dinge verkehrt mache, funktioniert mein Körper. Und dann würde ich auch sagen, auch unter den Bedingungen, unter denen wir heute leben, wenn wir da ganz, ganz viel drüber wissen, dann ist es, also wenn ich dann noch über Ernährung weiß, wie ich lebe, dann muss ich nicht ständig aktive Entgiftungsmaßnahmen machen, sondern dann ist eigentlich die wirksamste Medizin, ist die tägliche Lebensweise. Das finde ich das Schöne. Ja, genau. Und du hast ja auch gesagt, die körperliche Entgiftung, also dieses Modul wird gut angenommen, ne? Weil immer mehr Menschen, gerade auch die sich für die Ausbildung entscheiden, verstehen, wie wichtig das ist. Ja. Und ihr erklärt ja auch in dem Buch oder in dieser Ausbildung ganz gut, am Anfang hast du erzählt, wie funktioniert der Körper und mit welchen Giftstoffen ist man dann überhaupt belastet. Das unterschätzen heute die Menschen total. Und ja, deswegen wäre es auch vielleicht mal ein guter Tipp für die Zuschauer, wie kann man denn die Entgiftung täglich oder regelmäßig unterstützen? Was machst du zum Beispiel, Ulrike? Ja, was mache ich zum Beispiel? Also ich habe im Zuge dieses Heftes unterschiedliche Experten auch vertieft betrachtet. Und aus dem heraus habe ich auch nochmal so wesentliche Aspekte gezogen, wie zum Beispiel, kann ich da eigentlich in einem Zug bringen, die schleimfreie Ernährung nach Arnold Ehret und auch die Ansätze von Anthony William, dass ich zum Beispiel den fettfreien Vormittag einbaue. Und das ist dann auch der schleimfreie Vormittag. Weil wir uns so überlegen müssen, die Leber als Hauptentgiftungsorgan, die hat eben ihre Hauptzeit zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht und entgiftet. Und dann kann in den Vormittag hinein die Ausscheidung noch gut stattfinden. Und wenn ich jetzt morgens gleich anfange mit dem fettfreien Frühstück, dann ist das sofort gestoppt, weil die Leber kümmert sich dann um die Fettverdauung. Und wenn man aber dann noch einen, sagen wir, sehr, sehr wasserreichen und fettfreien Vormittag verbringt, dann kann man diese Ausscheidung und die Entgiftung einfach noch unterstützen. Das finde ich eben sehr schön und das spüre ich einfach ganz stark so. Das kennst du ja eigentlich auch, gell? Das stimmt, so diesen fettfreien Vormittag habe ich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich praktiziere auch schon seit vielen Jahren das intermittierende Fasten, also wenn man dann eh nur bis mittags trinkt oder gar nichts, auch Trockenfasten bis Mittag, dann ist man ja eh auch ganz gut da aufgestellt. Und ich finde es auch so wichtig, wenn man das schafft, bis mittags den Darm zu entlasten, eben mit einer fettfreien Ernährung, mit einer leichten Kost, mit einem Saft, mit einem Smoothie, vielleicht auch mit ein bisschen Obstfrühstück. Das ist auf alle Fälle schon eine Maßnahme, die man täglich in sein Leben integrieren könnte oder regelmäßig. Genau. Und der zweite Aspekt, der da gleich mit bedient wird, ist eben das intermittierende Fasten, dass eben das Verdauungssystem Zeit hat, alle Verdauungsvorgänge bestens abzuschließen und dann noch aufräumen kann. Entartete Zellen, abgestorbene Zellen. Und die werden dann zum einen aufgeräumt und zum zweiten recycelt. Es werden ganz, ganz viele Eiweiße zurückgewonnen. Die werden aufgespalten in die Aminosäuren und da baut unser Körper wieder neu die Eiweiße. Also dann kann ich schon den Aspekt auch, viele haben Sorge, sie essen zu wenig Eiweiß, aber durch das intermittierende Fasten gewinnt der Körper zurück. Das finde ich den zweiten wunderbaren Aspekt. Genau, wir haben ja so ein körpereigenes Recycle-System, was eben beim Fasten zum Tragen kommt. Und wenn man regelmäßig das intermittierende Fasten integriert, dann profitiert man davon. Aber wenn man dann schon früh anfängt zu essen und vormittags und einen kleinen Snack und mittags, dann Mittagessen, nachmittags einen Snack, abends und dann noch einen Abendsnack, dann ist der Körper die ganze Zeit oder das Verdauungssystem die ganze Zeit beschäftigt. Ne? Und die Entgiftungsorgane oder die Verdauungsorgane werden ja dann auch gar nicht entlastet. Und interessant, wir hatten im Vorgespräch, hatte ich auch schon die Galina Shadalova erwähnt, die hat ja in ihrem Buch Wir fressen uns zu Tode schon erwähnt, oder sie geht ja davon aus, dass wir viel älter werden könnten, gesund älter, aber wir würden durch zu viel Essen unsere Organe, unseren Körper überlasten. Das ist sehr faszinierend, weil da ist wirklich auch viel Wahrheit drin. Und das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo das Essen gefrönt wird, auch das viele Essen, das dichte Essen, Industriekost. Und wenn man da wieder mal ein bisschen zurückkommt, ne, leichter essen, auch mal schleimfreie Phasen einbauen, bewusster essen, hochwertige Lebensmittel integrieren, da kann man sehr, sehr gut seine Gesundheit unterstützen und auch die Entgiftung anregen.
Genau. Es gibt noch einen Aspekt, der mir gerade einfällt, genau in diesem Prozess, dass man es nochmal verstärken kann. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn man in dieser Phase sich noch körperlich betätigt, dass ich zum Beispiel dann joggen gehe, dann habe ich die Bewegung, es wird das Lymphsystem angeregt. Die Lymphe ist ja ganz wesentlich auch mit einem Aspekt, was die Ausscheidung unterstützt. Wir bekommen viel Sauerstoff, wir schwitzen, es wird über die Haut ausgeschieden. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann mache ich noch Trockenbürsten, kann ich nochmal die Lymphe anregen. Genau. Ja, und dann in dieser Phase wirklich, oder entweder joggen, Fahrrad fahren oder auch Trampolin. Also ich nutze zum Beispiel morgens auch gerne. Trampolin ist ganz besonders, ja. Übungsübung, da kommt man auch gut ins Schwitzen. Und das ist wunderbar. Also das kann man wirklich auch täglich integrieren. Also man kann, oder regelmäßig, ne? Regelmäßig integrieren. Ja. Gibt es noch irgendwas? Also du hattest jetzt gesagt, schleimfreie Ernährung oder intermittierendes Fasten, Trockenbürsten, also du hast ja jetzt eigentlich schon Bewegung. Genau. Auch, zur Bewegung gehört, zur Entgiftung gehört ja auch die Bewegung, ne? Das ist auch wichtig. Das spielt ja vieles so zusammen. Was da noch ein Aspekt wäre, also zum einen, wenn ich dann esse, ich überlege halt immer, wie kann ich mich so ernähren, dass so viel wie möglich Nährstoffe in meinem System ankommen und so wenig wie möglich, was mich jetzt belastet, also dass man das in der Ernährung berücksichtigt. Und dann kann man noch so Aspekte mit reinnehmen, dass ich zum Beispiel sage, wenn ich mich siliziumreich ernähre, Silizium verdrängt Aluminium. Oder dass ich zum Beispiel auch Jod mit in die Ernährung integriere, dass ich jetzt über die Salate nochmal Algen streue. Das war mir lang gar nicht so bewusst, dieser entgiftende Aspekt von Jod. Man weiß ja zum einen, Jod ist wichtig für die Schilddrüse, aber zum anderen, wenn man jetzt einen Jodmangel hat, dann lagern sich gerne Schwermetalle an diesen Stellen an, wo eigentlich Jod gefragt wäre. Und wenn Jod kommt, Jod verdrängt die Schwermetalle. Also das heißt, es kommt zu einer Entgiftung dann dadurch. Und da kann man auch so ein bisschen spielen, dass man eben guckt, man schleicht langsam ein und guckt, wie viel tut mir gut an Jod. Genau. Also bei mir ist es auch ähnlich über die Ernährung. Ne? Eine gute Ernährung, eine hochwertige Ernährung, nicht zu viel essen, nicht zu dicht essen, wasserhaltig, nährstoffreich. Da kann man auch eine Entgiftung unterstützen, intermittierendes Fasten, Bewegung, ne? Die Lymphe auch. Die Lymphe ist ja auch so dieser Mülltransport, was ja auch so den Müll im Körper abtransportiert. Dass man den gut in Bewegung hält, durch Joggen, durch Sport, auch Trampolin ist dafür super geeignet. Und das gehört ja auch mit zur Entgiftung dazu. Genau, Trockenbürstenmassage mache ich auch gern. Und was für dich ja auch ein Thema ist, ja, so grün essen, weil Chlorophyll und Gift ist ja auch entgiftet, ja, auch den Körper unterstützt die Entgiftung. Sprossen, Wildkräuter. Ne, hast du ja auch die Module und ich weiß auch, dass du das regelmäßig integrierst. Als wir waren ja mal, war das vorletztes Jahr schon, waren wir ja mal bei so einem Präsenzmeeting bei euch und da hattet ihr ein ganz tolles Buffet und das war so mit Salat und Sprossen. Also so, das hat mir richtig gefallen. Ihr hattet da schon ein schönes Rohkostbuffet mit Salaten, mit Sprossen, auch so mit so kleinen Zubereitungen, aber alles so clean, würde ich mal sagen. Ne? Bei vielen Potlucks findet man immer auch zu dichte Sachen oder so süße Sachen, Torten und Energiebällchen, alles, was zu dicht ist. Aber das war wirklich ein Buffet nach meinem Geschmack mit schönen Dressings und so wieder zu dieser Kost zurückkommen. Viele Salate, Sprossen, auch mal ein Dressing, das kann auch mal ein bisschen, muss ja nicht alles schleimfrei oder fettfrei sein. So ein bisschen ist ja auch okay. Und ja, das ist so schön, ne, was man da über die Ernährung alles machen kann, wie man die Entgiftung unterstützen kann. Jetzt haben wir ja gerade im Frühjahr, ich war gestern wieder lange draußen und habe Wildpflanzen gesammelt, diese Wildkräutervielfalt. Ne, und die enthalten ja auch viel Chlorophyll und ja, das unterstützt ja nicht nur die Entgiftung, das reinigt das Verdauungssystem, es fördert die Wundheilung. Was ich jetzt noch vielleicht ganz interessant finde, noch zu sagen, also auch ich schaffe es zum Beispiel nicht, dass ich mich immer top clean ernähre. Das kennst du vielleicht auch, man rutscht dann mal in so Phasen rein, wo man denkt, oh, jetzt esse ich doch mal mehr Süßes oder dichter. Und wenn ich das dann aber länger mache, dann bekomme ich irgendwie das Bedürfnis, oh nee. Also man kommt dann vielleicht auch manchmal gar nicht so schnell raus, aber dann ist so ein Punkt erreicht, wo ich merke, nee, also jetzt fühle ich mich nicht wohl. Und dann mache ich ganz gern ein paar Fastentage. Also entweder ein paar Fastentage oder Wochen. Und mache dann so ein Reset für mich und fühle mich dann wieder total, entgiftet. Genau, das wäre jetzt dann noch das, dass ich sage, nee, ich schaffe das auch nicht immer oder gerade über den Winter hinweg oder es kennt ja auch jeder, im Frühling, da hat man so diesen neuen Schwung und da kann man dann einfach mal so eine Fastenzeit einlegen.
Genau, gerade im Frühling. Das Verdauungssystem ganz umfassend einfach Zeit hat, mal wieder aufzuräumen. Ja, und ich bevorzuge dann auch im Fasten. Also klar, wenn möglich ist mit Wasser, ne? So ganz, obwohl das ein bisschen strengeres Fasten ist, aber für diejenigen, die auch im Alltag so eingespannt sind und irgendwie ja funktionieren müssen, ist dann eben mit frisch gepressten Säften. Also ich bevorzuge da auch grüne Säfte, ne? Wildkräutersäfte, Sprossensäfte, ja. Das alles mit integrieren. Und da das ist natürlich nochmal enorm, wenn man mit solchen Säften dann auch noch die Entgiftung unterstützt. Oder ein bisschen, ist nicht so unterstützen, aber auch noch abfedern kann. So Wasserfasten ist ja schon ein sehr hartes Fasten. Das ist für viele gar nicht so möglich, weil dann wirklich die Entgiftung zu stark wird. Aber mit Säften. Ja, genau, mit den Säften bekommt man zum einen Nährstoffe und zum anderen auch Stoffe, die dann wieder Ausscheidungen binden. Genau, das ist also eine wunderbare Möglichkeit. Das kann man auch machen, wenn man so familiär eingespannt ist oder mit Familie ist das auch möglich. Ne? Da kann man auch mit Säften fasten. Oder das kann auch mal ein Saftentag die Woche, das kann auch schon entlasten. Zum Beispiel, ja. Genau. Liebe Ulrike, ich danke dir ganz sehr für die Einblicke, euer neues Modul und auch Einblicke, wie du für dich in Giftung umsetzt, da freue ich mich sehr. Ich werde auf alle Fälle unter dem Video den Blog von deiner Ernährung verlinken und auch Informationen zur Ausbildung. Habt ihr auch so eine Seite, so eine Infoseite auf eurer Webseite, die werde ich auch nochmal extra unten verlinken. Könnt ihr euch informieren, falls euch diese Ausbildung, Fernausbildung, Online-Ausbildung zum Ernährungsberater mit Schwerpunkt Rohkost. Genau. Ich hatte auch schon ein Video gemacht, Ulrike, wir hatten auch schon ein Video darüber gemacht, über die Ausbildung. Also das, wenn ihr euch da nochmal reinhören wollt, das kann ich auch oben in den Infokarten nochmal verlinken. Mich interessieren oder uns interessieren jetzt natürlich eure Gedanken zur körperlichen Entgiftung. Nehmt ihr das auch ernst oder sagt ihr, das ist alles übertrieben, das brauchen wir überhaupt nicht? Also ich bin sehr offen für einen Meinungsaustausch, auch gern mit welchen Methoden ihr körperlich entgiftet. Wie unterstützt ihr die körperliche Entgiftung täglich oder regelmäßig? Ich bin sehr gespannt auf einen Austausch. Ulrike, dir noch alles Liebe, alles Gute und für die Zuschauer auch und bis ganz bald.